Gasaustritt am Güterbahnhof. In den frühen Morgenstunden kam es in Passau zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund war ein Kesselwagen, aus dem leicht entzündliches Gas ausgetreten ist. Die Leckage kann von der Feuerwehr nicht gestoppt werden. Wir haben sie eindämmen können, aber es tritt nach wie vor geringe Menge an entzündlichem Gas aus. Wir haben Experten von der TUIS aus Gendorf angefordert. Die sind auf dem Weg. Momentan stellen wir den Brandschutz sicher, übernehmen Messungen um diesen Kesselwagon und mussten entsprechende Hauptstraßen, die an den Hauptbahnhof angrenzen, sperren, aus Vorsichtsgründen, weil eben Explosionsgefahr besteht, sodass es im Stadtgebiet und um die Stadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Die Polizei sperrte großräumig um das Gefahrengebiet ab. Aufgrund der Explosionsgefahr musste zudem der gesamte Bahnverkehr von und nach Passau unterbrochen werden. Das Problematische an dem Gas ist, dass es ein entzündliches Gas ist, dass wir heute Temperaturen leicht über 0 Grad Celsius haben, Tendenz steigend, dass dadurch die Explosionsgefahr zunimmt und dass wir eben dieses Gas, was schwerer ist wie Luft, entsprechend überwachen müssen, weil wir müssen Messungen in den Kanalsystemen vornehmen. Denn es könnte ja auch sein, dass sich das Gas im Kanal verflüchtigt und an einer ganz anderen Stelle wieder zum Vorschein kommt. Gegen Mittag konnte das Bodenventil des Kesselwaggons von Spezialeinsatzkräften wieder verdichtet werden. Kurz darauf wurden die Straßensperrungen von den Einsatzkräften wieder aufgehoben.